Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, hat mich wie immer sehr gefreut. Und im heutigen Video geht es mal wieder um ein Fluggerät. Und zwar den Fright Fighter aus der fünften Wave von 1986, die dämonische Riesenlibelle, hier in der US-Box. Und selbstverständlich gibt es dazu auch einen Werbespot. Now, Skeletor comes battling back in the giant Fright Fighter. I can fly! Roboto, Skeletor, Castle Grayskull, and Fright Fighter each sold separately. You put them together. Whoa! Back off, Bug Eyes! Activate Power Pitcher! Fright Fighter, attack! Help! Soon, Skeletor can take off with all that power! Fright Fighter, new from the Masters of the Universe. Action figures each sold separately from Mattel. Hier ein Konzept von 1984 von Ed Watts zu einem Fluggefährt mit dem Namen Fright Fighter, das allerdings überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem von 1986 hat. Der heute bekannte Fright Fighter hat seinen Ursprung in einer Konzeptzeichnung ebenfalls von Ed Watts mit dem Namen Dragonfly. Diese Zeichnung ist nur 11 Tage nach der ersten entstanden und man sieht schon die markanten Merkmale des Fright Fighters, wie die vier Flügel und die Greifzange vorne. Aufgrund des Designs könnte es durchaus sein, dass Ed Watts von den Ornithoptern aus Frank Herbert's Dune inspiriert worden ist. Links unten das Design der Ornithopter aus dem Film von 1984 und rechts unten aus der Neuverfilmung. Hier ein Foto der Originalvorlage von Ed Watts, das deutlich dunkler ist. Das Bild wurde vor kurzem in einem Auktionshaus versteigert. In diesem Entwurf, bei dem es sich offenbar um eine Verpackungsvorlage handelt, kann man eine Zwischenstufe des Fahrzeugs sehen. In Ted Mayers Konzeptzeichnung vom 5. Februar 1985 für das Eternia Playset ist der Fright Fighter auf dem Central Tower zu sehen. Und hier auf einem Foto des Prototypen von Eternia. Der Fright Fighter scheint hier aus Styropor oder ähnlichem gefräst zu sein. Und hier das Cross-Cell Art, das dem finalen Design doch sehr nahe kommt. Und hier nun wieder der Fright Fighter in der US-Box mit dem großen Masters of the Universe-Logo, dem Namen Fright Fighter und dem Untertitel Evil Dragonfly Attack Vehicle und dem genialen Boxart von William George. Und hier noch einmal in voller Pracht. Battle Armor Skeletor fliegt die Riesenlibelle. Und unten auf dem Planeten sind Battle Armor He-Man, Roboto und Man-at-Arms zu sehen. Hier die Oberseite der Box mit den Produktbildern, auf denen die Action-Features erklärt werden. Einmal die Greifzange, dann das Cockpit und der Flügelschlag. Und auf der Unterseite der Box sind die Produktbilder ebenfalls zu finden. Mit dem Fingerhebel am Griff lässt sich die Zange schließen und mit dem Griffhebel lassen sich die Flügel bewegen. Und hier die Rückseite der Box. Hier wird der Fright Fighter noch einmal im Detail erklärt. Eine wirklich sehr schöne Illustration, wie ich finde. Und hier die Box mit dem gesamten Inhalt. Der Fright Fighter muss erst zusammengebaut und die Aufkleber angebracht werden. Und hier die Anleitung der europäischen Version mit dem Text auf Deutsch. Und dann die dämonische Riesenlibelle in voller Pracht. Einfach ein geniales Design. Toll die Farbgebung mit dem Blau, Schwarz und Lila. Vorne die Greifzange. Die insektenartigen Flügel mit dem genialen Action-Feature. Und die Kanonen.
Hier von der Seite. Man sieht hier die zwei separaten Auslöser für das Action-Feature am Griff. Und noch einmal von schräg hinten. Hier die Unterseite. Und mit geöffnetem Cockpit. Hier findet eine Figur Platz. Und hier wieder in der US-Box. Und selbstverständlich gibt es auch etliche Ländervarianten. Hier die europäische Version mit dem Doppellogo und dem Schriftzug in mehreren Sprachen, unter anderem auch auf Deutsch, die dämonische Riesenlibelle. Und die Version aus Spanien mit dem großen Masters del Universo Unilogo. Und in Spanien gab es auch einen Werbespot. Skeletor parte con su insecto acorazado en busca de Roboto. ¡Ya eres mío! He-Man sale al rescate con su destructor lanzadiscos. Ante su presencia, Skeletor huye y suelta a Roboto. Pero He-Man detiene su caída. Insecto acorazado y destructor lanzadiscos. El poder del universo de Mattel. Im Mattel Style Guide sind einige Hintergrundinformationen zum Fright Fighter zu finden. Der Fright Fighter wird von Skeletor und den Evil Warriors eingesetzt. Er verfolgt Skeletors Feinde aus der Luft, kann sich herabstürzen und Krieger mit seinen mächtigen Zangen packen. Der Radarscanner spürt Feinde aus meilenweiter Entfernung auf. Wie eine Libelle hat dieses Fahrzeug die Fähigkeit, lautlos zu schweben und mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Luft zu fliegen. Seine Schwebefähigkeit und sein leises Geräusch machen es perfekt für Spionage oder lautlose Angriffsmissionen. In den Mini-Comics erscheint der Fright Fighter in Energy Zoids, wo Skeletor und seine Schergen das Fahrzeug benutzen, um Rota zu fangen. In den UK Moto Annuals ist der Fright Fighter ein furchterregendes einmotoriges Fluggerät, das an eine riesige Libelle erinnert. Die Evil Warriors setzen es bei ihren Angriffen gegen die Heroic Warriors ein. In den UK Comics ist der Fright Fighter sogar auf einem Cover zu sehen. Er ist interessanterweise ein Fluggerät der wilden Horde. In Roboto Sacrifice, einer Geschichte, die in Ausgabe 34 der UK Comics erschienen ist, ist Hordak der Erfinder des Fahrzeugs und Dragstor benutzt es bei seinem Jungfernflug, um Roboto und Man-at-Arms zu verfolgen. In den Marvel Star Comics erscheint der Fright Fighter in der Geschichte From Here to Eternia in Ausgabe 6. Dort wird er als Skeletors Fahrzeug bezeichnet. In der Geschichte fliegt Skeletor nach Eternia, wo er landet, sich in Orko verwandelt, um die heldenhaften Krieger auszutricksen und den Fright Fighter unsichtbar macht. Im US Moto Magazin ist der Fright Fighter auf dem genialen Cover von Earl Norum zu sehen. Hier noch einmal in voller Pracht. Im Magazin selbst hat er einen kurzen Auftritt in der Geschichte The Struggle for Eternia. In den Editora April Comics aus Brasilien ist der Fright Fighter kurioserweise orange. Hier ist das Fluggefährt in Ausgabe 2 der italienischen Magic Boy Magazine von 1988 zu sehen. Und auf zwei genialen Illustrationen von Errol McCarthy. Diese wurde auch für den Mattel Style Guide verwendet. Und hier eine weitere. Die dämonische Riesenlibelle ist auch auf dem genialen Boxart von Eternia von William George zu finden. Hier noch einmal im Detail. Und hier ebenfalls von William George auf dem genialen Eternia-Figurenposter.
Auch hier noch einmal im Detail. Und selbstverständlich darf der Fright Fighter auch im Mattel-Händlerkatalog nicht fehlen. Genauso wie in etlichen weiteren Katalogen. Hier eine Anzeige aus Spanien. Und der Händlerkatalog aus Spanien. Hier einmal mehr zusammen mit dem Blasterhawk auf einer französischen Werbeanzeige. Und auf einer skandinavischen. Und natürlich darf der Fright Fighter auch in den deutschen Werbemagazinen nicht fehlen. Hier toll in Szene gesetzt zusammen mit Dragon Blaster Skeletor. Das Fluggerät wird hier wie folgt beschrieben. Erst schwirrt er, dann schnappt er. Fright Fighter ist die neueste Errungenschaft des Herrn der Dämonen. Unter den dunklen Augen der Riesenlibelle versteckt sich das Cockpit mit Platz für einen Piloten. Und hier einige weitere Bilder aus den deutschen Werbemagazinen. Natürlich ist der Fright Fighter auch auf der Figurenübersicht zu finden. Genauso wie auf dem genialen Eternia Checklistenposter. In den Europa-Hörspielen wird der Fright Fighter in Folge 27 Zoa im Strudel der Zeit vorgestellt, als Skeletor ihn voller Begeisterung zum ersten Mal ausprobiert. Gemeinsam mit Mantenna verfolgt er Zoa mit lautlosem Schlag der Libellenflügel. So kann Skeletor Zoa über dem Wein-Jungle abschießen. Zwar kommt der Fright Fighter auch in weiteren Hörspielen zum Einsatz, allerdings nicht mehr so prominent wie in seiner Debütfolge. In den deutschen Ihapa Comics bietet der Fright Fighter Platz für zwei Piloten und ist natürlich wieder mit seinen Laserkanonen und seiner mechanischen Fangklaue ausgestattet. Er gehört zu den Dämonen des Bösen und es gibt sogar mehrere Fright Fighter. Und hier ist die dämonische Riesenlibelle auf einem der genialen Poster aus den Ihapa-Magazinen zu sehen. Im He-Man 21-Cartoon auf Netflix taucht Gary the Giant Dragonfly auf, der natürlich aufgrund seines Aussehens etwas an den Fright Fighter erinnert. Und für den Adventskalender von Mega Constructs war eine Mini-Version des Fright Fighters geplant. Leider ist der Adventskalender nie erschienen. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteturnia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.